Okay, also in einem solchen Umfang wie jetzt werde ich nicht jede Vorstellung der Aventüre machen, aber weil die erste Aventüre relativ übersichtlich ist, dachte ich mir, bringe ich das mal so an die Tafel. Es fällt auf, dass bei der Strophennummerierung zwischendurch mal Lücken sind. Es gibt keine Strophe 1 und es gibt keine Strophe 3. Das liegt daran, dass ich, Moment kurz, dass ich halt wirklich diese Ausgabe hier nehme und immer, wenn ich Strophenangaben mache, dann halte ich mich an die Nummerierung in dieser Ausgabe und die folgt einer gewissen Handschrift B. Ich werde auf die Handschriften nicht so genau eingehen, aber es gibt halt verschiedene Handschriften, wo die Strophen teilweise unterschiedlich zahlreich sind oder in leicht unterschiedlicher Reihenfolge oder ähnliches. Und ja, also ich werde mich damit nicht so genau befassen, sondern ich versuche halt immer die einzelnen Abenteuer vorzustellen und dann entsprechend grammatikalisch, sprachlich, inhaltlich irgendwas dazu zu sagen. Es wird vielleicht ein bisschen durcheinander erscheinen, weil ich dann manchmal so drei Aventüren habe, wo ich dann nur was über den Inhalt sage und zwischendurch kommt ganz viel neue Grammatik und die wird dann später erst irgendwann erklärt. Also man muss halt diese gesamte Reihe so ein bisschen in einem Gesamtbild sehen und das sollte dann als Einführung sowohl im Mittelhochdeutsch als auch ins Nibelungenlied funktionieren. Man darf jetzt aber nicht erwarten, dass es eine sukzessive Grammatikeinführung gibt und dass ich das anhand von Textstellen aus dem Nibelungenlied mache, sondern mir geht es eigentlich eher um eine inhaltliche Erschließung und Sprache und Grammatik machen wir so ein bisschen nebenbei. Gut, die erste Aventüre beginnt mit der Vorstellung Kriemhilds und der Verortung nach Burgund. Das ist ja das, was wir auch schon in dem Einführungsvideo hatten. Es wuchs in Burgund ein Fededel Magedin, das in allen Landen nicht Schönes mochte sehen. Kriemhild geheißen, die war ein schönes Wieb, darum mussten Degene viel verließen den Lieb. Das ist die Vorstellung von Kriemhild, da wissen wir, woher kommt sie, was für eine Person ist sie. Im weiteren Verlauf der ersten Abenteure werden dann auch zuerst ihre drei Brüder vorgestellt. Gunther, Gernot, Giselher. Zu den einzelnen Figuren werde ich später bei Gelegenheit noch mehr sagen, weil die mehr oder weniger, also manche von denen werde ich auch auslassen, es kommt auf die Personen an, aber je nachdem. Über Gunther müssen wir auf jeden Fall sprechen, über Giselher müssen wir auch auf jeden Fall sprechen. Und auch die Eltern werden vorgestellt, das sind Urte und Dankrat. Und genau, weiter geht es dann mit der Vorstellung des Hofstaats oder des Gefolges, das kann man jetzt nennen, wie man möchte, also Leute, die zum Hof der Burgunden gehören. Das ist einmal Hagen von Tronje, Ortwin und dann sind da noch ganz viele andere, zum Beispiel Rumold, der Küchenchef oder Dankwart, der Bruder von Hagen und ja, Hunold ist auch noch dabei, der ist, glaube ich, der Mundschenk. Es wird auf jeden Fall eher eine Art Gesamtübersicht geben, auf jeden Fall über die wichtigen Personen, die irgendwie an diesem Hof leben. Der Hof ist natürlich unglaublich groß und das Gefolge ist auch unglaublich groß, aber die zentralen Figuren und die Kernfamilie wird quasi erstmal vorgestellt. Wobei Kernfamilie auch im erweiterten Sinne mit denen, die durch gewisse Bündnisse oder durch Vasalität halt dieser Königsfamilie angeschlossen sind. Das sind aber alles Aspekte, auf die ich später noch eingehen werde. Okay, dann folgt in einer Strophe der Falkentraum von Kriemhild und darauf werden wir gleich noch genauer eingehen, werde ich an die Tafel schreiben und dann sprechen wir über den Traum selbst und dann noch ein bisschen über sprachliche Gegebenheiten. Und in den nachfolgenden Strophen 14 bis 17 geht Kriemhild zu ihrer Mutter Urte und lässt sich diesen Traum deuten, schwört daraufhin der Liebe ab, aber das soll natürlich so nicht keinen Bestand haben, denn sie wird sich natürlich später in Siegfried verlieben und mit ihm auch zusammenkommen. Und
Die Avantüre schließt dann mit einem Autorenkommentar und einer weiteren epischen Vorausdeutung, auch der Begriff epische Vorausdeutung. Da werde ich gleich noch mehr drüber sagen, wenn wir auch in den Falkentraum selbst reinschauen und dann nochmal auf die Eingangsstrophe und hier auf die Endstrophen eingehen. Aber das wäre erstmal so die Struktur, die wir haben. Krimiert wird vorgestellt, der Ort wird festgelegt, an dem es stattfindet. Dann kommt Vorstellung der Familie, Vorstellung der Familie angeschlossen, also des Hofstaats. Und dann geht es halt auch gleich in die Handlung rein mit dem Traum, der im Grunde genommen die ganze Handlung in Bewegung setzt. Und dann halt entsprechend familiäre Interaktion bezüglich des Traumes und der Abschluss der Abenteure dann, um weiter die in die eigentliche Erzählung überzuleiten. Okay, was macht Kriemhild also? In diesen hohen Ehren thronte Kriemhilde, wehe sie züge einen Falken, stark, schön und wilde. Denn ihr zwehne Adern erkrummen, dass sie das musste sähen, ihr in Kunde in der Werde leider nimmer geschehen. Es wird also aufgegriffen auf ihren Sozialstatus, der wieder zusammengefasst in diesen hohen Ehren. Was machte sie dort? Sie träumte, und dann kommen zwei Zeilen mit dem Trauminhalt, beziehungsweise zwei Verse mit dem Trauminhalt und eine, ja, ihre Reaktion darauf oder ihr Gefühl, was sich dann einstellt. Also, wir sie zöge einen Falken. Der Falke hat vielfache Bedeutung, aber er ist halt ein starker Raubvogel und steht deswegen häufig für einen Edelmann oder für einen Ritter oder für einen König. Er wurde auch zur Falkenjagd verwendet. Das ist später nochmal wichtig, weil es nämlich dann auch eine Szene gibt, in der Siegfried jagen geht. Und er war auch der Vogel der Minne. Ich habe mir da mal was aufgeschrieben. Vergleiche dazu zum Beispiel den von Kürenberg. Der hat zum Beispiel in einem seiner Minnelieder geschrieben, ich zog mir einen Falken, mehre dann ein Jahr. Genau, falls man über das Motiv des Falken in der mittelhochdeutschen Literatur noch mehr lesen möchte, werde ich da was in den Kommentar unten setzen. Hier ist es klar, die Kriemhild zieht sich den Falken. Das ist also gewissermaßen eine Metapher für den Mann, den sie später kennenlernen will. Und er hat auch schon Eigenschaften, wie sie einen Edelmann oder einen Ritter, der sie ja später heiraten sollte, auch haben soll. Der ist nämlich stark und schön. Eigenschaften, die halt positiv besetzt sind und die halt für einen ihr standesgemäßen Mann auch angemessen sind. Was er aber auch ist, was dann wieder nicht ganz so dazu passt, ist nämlich, dass er wilde ist. Und das trifft in gewisser Hinsicht für Siegfried ja auch zu, weil er zwar von einem Hof kommt und entsprechend den Sozialstatus hat, aber die Burgunden sind halt sehr mächtig und sehr reich und sehr kulturell hochstehend und er ist, naja, sagen wir mal, doch von geringerem Status, weil halt seine Adelsfamilie einfach nicht so hochstehend ist wie die Burgunden. Und deswegen, das zeigt sich auch in seinem Charakter noch, wir werden da auch noch drauf eingehen, dass er ja zwar schon höfisch ist, aber nicht so durchgehend. Also es brechen teilweise noch so archaische Kriegergesellschaftszüge in ihm auf. Wie gesagt, dazu später noch mehr. Was passiert jetzt aber mit dem Falken? Denn ihr zwehne Arren erkrummen, also zwei Adler, die entreißen ihr den oder ergreifen den oder ja, das ist das, was erkrummen ungefähr heißt. Das heißt also, sie hat einen Mann, der durch den Umgang mit ihr mehr an das höfische Leben gewöhnt wird, aber zwei Arren, also zwei Adler, entreißen ihr diesen Mann. Und der Adler ist natürlich als Greifvogel
größer und stärker und mächtiger als der Falke. Und darum stehen Adler in der mittelhochdeutschen Literatur dann für ja auch Könige, aber auch den Kaiser. Was sie aber auch teilweise bedeuten, ist Gefahr. Definitiv ein Zustand, der hier eintritt, wo der Falke von den Adlern ihr entrissen wird. Sie musste dabei zusehen und ihre Reaktion oder ihre Gefühlsregung darauf ist, ihr Entkunde in der Werde leider nimmer geschehen. Also es kann ihr in dieser Welt nichts Leideres, also nichts Leidhafteres, nichts Schlimmeres mehr geschehen. Das wird ein bisschen für Verwirrung sorgen, aber es gibt hier ihr Endkunde, ihr Nichtkonnte in dieser Welt etwas Leidvolleres nicht mehr oder nimmer geschehen, widerfahren, passieren. Es gibt zwar zwei Negationen, aber im Mittelhochdeutschen ist es so, dass Negationen, egal wie oft sie auftauchen, sie heben sich nicht gegenseitig auf. Also es gibt kein Minus, mal Minus ergibt Plus. Erzähle ich euch tatsächlich im nächsten Video schon. Aventüre 2, die hat nämlich einen etwas stärkeren sprachlichen Schwerpunkt bei mir. Okay, komplett willkürlicher, zufälliger Exkurs jetzt gerade. Aber Falken. Im japanischen Mittelalter war es so, dass die Lehnsherren ihren Lehnsmännern öfters Falkenbilder geschenkt haben, weil der Falke als Jagdtier natürlich seinem Herrn gehorcht hat und entsprechend war das dann auch so ein symbolischer Hinweis darauf, dass der Gefolgsmann dem Lehnsherrn quasi ja, zur Treue verpflichtet ist und auch ihm quasi zugehörig und fest verbunden ist. Aber ja, wie gesagt, andere Geschichte, anderer Kulturkreis. Aber trotzdem interessant, also, weil es ja ungefähr dasselbe ausdrückt, auch die Kriemhild. Oder solche Eheverbindungen haben ja auch dazu gedient, um Herrscherhäuser so mehr aneinander zu binden. Und tatsächlich ist es ja hier in dem Verhältnis auch, dass es ein gewisses Machtgefälle gibt zwischen Kriemhilds Familie und Siegfrieds Familie, wo Kriemhild dann oben ist, also in der Situation ist, wo sie den Falken, also den Siegfried, erzieht, sodass er ein bisschen höfischer und sagen wir mal, zivilisierter in Anführungsstrichen wird. Okay, wir haben jetzt diesen Traum, wir haben die Reaktion Kriemhilds auf diesen Traum, die ist jetzt natürlich traumatisiert, wie schön das wieder passt. Was nun wichtig ist, und das ist eigentlich durchweg durch die europäische Literaturgeschichte eigentlich immer der Fall. So ein Traum, der geschehen ist, der steht nicht einfach für sich, der muss gedeutet werden. Das macht entweder derjenige, der ihn träumt, selbst, oder es gibt einen Experten oder eine Expertin, die diese Deutung übernimmt. Und im Falle des Nibelungenliedes beim ersten Traum ist das die Mutter Urte, an die sich jetzt Kriemhild wendet. Ja, gesagt, getan. Den Traum sie do sagete, ihr Mutter Urten, sine kund es nicht bescheiden, was der Gurten. Der Falke, den du zühest, das ist ein Edelmann. Ihne welle Gott behüten, du musst ihn schiere flogen haben. Soweit, so gut. Kriemhild wendet sich also an ihre Mutter. Und jetzt gibt es tatsächlich einen Autorenkommentar, der die Vorhersage oder die Traumdeutung der Mutter als ja, so gut wie irgend möglich qualifiziert. Ne? Sie nicht konnte es nicht ja, mitteilen oder deuten, besser der Guten gemeint. Natürlich Kriemhild. Hier haben wir auch wieder dieses Ne, diese Negation in Verbindung mit dem negativen Adverb nicht, ist aber trotzdem eine einfache Verneinung. Und dann kommt der Inhalt der Aussage von Ute. Der Falke, den du zühest, also der Falke, den du aufziehst, das ist ein Edelmann. Ne? Das ist natürlich selbstverständlich, weil der Mann, der um Kriemhild wirbt, muss natürlich auch einen gewissen Stand haben. Der muss natürlich edel sein. Ihne welle Gott behüten. Bevor man sich jetzt ein bisschen wundert, warum da Welle steht, das kommt von Wellen, Wollen oder
Wöllen und Wöhlen gibt es auch noch. Es gibt alle möglichen Formen. Ist natürlich verwandt mit dem neuhochdeutschen Wort wollen, muss aber im Mittelhochdeutschen nicht unbedingt eine ja, Willensbekundung oder eine Absicht ausdrücken, sondern so wie das englische will oder das altnordische will, kann es einfach als Futur-Hilfsverb verwendet werden. Also ihn wird Gott nicht behüten. Es ist nicht so, dass Gott jetzt seine Hilfe verweigert mit irgendeiner Absicht, sondern nein, er wird es nicht machen. Du musst ihn schier verloren haben. Also du musst oder du wirst auf jeden Fall ihn ja ganz gewiss verloren haben. Und das ist die Deutung, die Kriemhild von ihrer Mutter Ute bekommt. Und besser konnte es die Ute auch nicht deuten. Ja, wie man sich denken kann, ist Kriemhild nicht ganz begeistert von dieser Deutung und sie fasst dann einen Entschluss. Ich fasse die nächsten Strophen mal ein bisschen mehr zusammen. In den Strophen von 15 bis 17 gibt es dann eine Gesprächssituation zwischen Kriemhild und Urte. Und das Problem, was jetzt quasi auftritt, ist, dass dieser Schrecken, der im Traum war, ja gewissermaßen entrückt von der realen Welt stattgefunden hat. Aber durch diese Traumdeutung von Urte wird dieser, dieser Schrecken des Traumes von der Transzendenz, von der Traumwelt oder Traumwirklichkeit in die reale Welt, also in unsere reale, wirklich existierende Welt geholt, also von der Transzendenz in die Immanenz. Und was dann passiert, ist, dass Kriemhild sich dieser Prophezeiung erwehrt, also sie hat ja die Möglichkeit, verschiedentlich darauf zu reagieren und bei ihr ist es so, dass sie komplett abschließt, also sich abschließt oder verschließt und diesen Traum quasi nicht wahr werden lassen will. Obwohl es eigentlich so ist, dass man, wenn man so eine Traumdeutung bekommt oder wenn man träumt und es selbst deuten kann, sich versuchen sollte, entsprechend zu verhalten. Aber sie blockt das Ganze ab. Und ich habe das hier nochmal zeilenweise oder ja, Strophen, halbstrophenweise dargestellt. Zum Beispiel Strophe 15 ist eine Sprechstrophe Kriemhilds und sie sagt, Ahne recken minne, so will ich immer sein, also ohne eines Helden Liebe, so will ich immer sein. Sie lehnt also grundlegend ab, dann jemals einen Mann zu bekommen oder anzunehmen. Und dass ich von Mannes minne, soll gewinnen nimmer Not. Und der Zweck, dem das Ganze dient, ist, dass sie aus der Liebe eines Mannes niemals, Not, Angst, Schrecken, Leid, negative Gefühle in irgendeiner Art und Weise, also Not hat auch ein relativ weites Bedeutungsfeld, aber ja, dass sie daraus nie irgendwelchen Kummer erhält. Und ihre Mutter Urte ist quasi die Stimme der Vernunft, weil es nämlich so ist, es geht schlicht und ergreifend nicht. Also eine junge, höfische Frau kann nicht der Ehe abschwören und sich der Ehe verweigern. Es ist integraler Bestandteil ihres Lebens, dass sie zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt mal einen Mann heiraten muss. Das heißt also, mit diesem Entschluss von Kriemhild stemmt sie sich tatsächlich mutwillig nicht nur gegen eine eigene Erfahrung, etwas Negatives zu erleben, was sie halt nicht möchte und weshalb sie überhaupt erst diese Abwehrstellung einnimmt, sondern sie widersetzt sich auch den Regelhaftigkeiten und Gesetzmäßigkeiten ihrer Lebensrealität und ihrer Gesellschaft. Und das kann eigentlich nicht sein. Ihre Mutter Ute versucht sie zu beschwichtigen und sagt zum Beispiel, nun versprich es nicht zu Sera, also Strophe 16 ist Utes Sprechstrophe, und sagt ihr dann in Bezug auf einen Mann, den sie eventuell kennenlernen will, sollt du immer Herzen liechen, zerwälde werden froh.
das geschieht vom Mannes Minne. Also sie sagt ganz klar, dass ja, also wie die Realität, die Lebensrealität aussieht. Also Kriemhild soll sich nicht zu sehr versperren und sie wird in der Welt auch froh oder glücklich werden, aber wichtige Grundvoraussetzung dafür, was natürlich halt auch gesellschaftlich bedingt ist, das geschieht vom Mannes Minne. Also es ist wirklich notwendig, wenn sie in der Welt froh werden will, dass sie ihre soziale Aufgabe vollständig erfüllt, also auch einen Mann heiratet. Kriemhild lässt sich davon nicht überzeugen. Sie sagt, ich soll sie mieten, beide. Sohne kann mir nimmer Misse garn. Also sowohl die Männer als auch die Not, die will sie beide nicht haben. Sie wird sie beide meiden, mieden. Und zu welchem Zweck? So, dass es mir niemals schlecht gehen kann, sodass es niemals übel für mich enden kann. Damit endet dann tatsächlich die erste Aventüre des Nibelungenliedes. Und ja, wie man sieht, ist das auch erzählerisch ganz interessant aufgebaut. Also wir springen immer zwischen der eigentlichen Erzählsituation und der Erzählhandlung. Es gibt aber auch immer wieder Autorenkommentare. Und da ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn man zwei Begriffe einführt, nämlich intradiegetisch und extradiegetisch. Intradiegetisch ist, wenn etwas innerhalb der Erzählung stattfindet, irgendwelche Handlung oder Handlungsdarstellung. Extradiegetisch ist, wenn man aus dieser Handlung heraustritt und quasi einen Kommentar darauf gibt. Ich habe deswegen ja auch schon den Begriff Autorenkommentar ab und zu mal verwendet. Und das sehen wir halt auch gerade am Ende dieser Aventüre wieder. Diese extra diegetischen Autorenkommentare bieten eine Art Prolepse auf das, was später kommen wird. Wobei da schon ein starker Fokus auf Kriemhild gelegt wird, die das Geschehen lenkt. Auch wenn es nicht unbedingt aus ihr herauszukommen scheint. Und dann könnte man sich zum Beispiel schon die Frage stellen, wenn so ein großer Fokus auf die Kriemhild gelegt wird, ob sie quasi die Protagonistin des Nibelungenliedes ist. Und welchen Sinn oder Zweck haben diese ganzen Prolepsen oder diese epischen Vorausdeutungen eigentlich auf den verschiedenen Textebenen? Eine Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, warum es diese vielen Prolepsen oder epischen Vorausdeutungen auf den verschiedenen Textebenen überhaupt gibt. Es ist so, dass der Traum innerhalb der Erzählung eine Art ja eher katalytische Funktion hat, weil er andeutet, dass etwas passieren wird, dass es eine Handlung geben wird. Dem gegenüber steht eigentlich der Zustand am Burgundenhof. Das ist in sich eine funktionale, statische, abgeschlossene Einheit. Und das wird dann auch nochmal nach der Vorstellung des Hofes konstatiert in der ersten Zeile dieser Falkentraum-Strophe durch dieses in diesen hohen Ehren. Der Zustand an sich ist positiv. Allerdings, damit wir eine Handlung haben, muss eine gewisse Dynamik entstehen. Und dieser Falke, der von Kriemhild gezogen wird, aufgezogen wird, der muss auftauchen. Also sie muss heiraten, damit es damit eine gewisse Bewegung in die Sache kommt. Der Traum deutet also für Kriemhild an, dass es eine Dynamik um ihr Elternhaus und um ihren Hof gibt. Ist zwar mit einem negativen Ergebnis, aber nichtsdestotrotz, es verändert sich auf jeden Fall was. Und Kriemhild versucht dem aktiv entgegenzuwirken, indem sie sich dem verweigert und gewissermaßen so eine Art konservierendes Element werden möchte, weil sie oder indem sie der Minne entsagt. Das ist aber so gesehen unmöglich. Der Traum deutet die Zukunft voraus und
Durch die Deutung des Traumes, wie schon gesagt, bricht die Transzendenz in die Immanenz ein. Und intradiegetisch ist es zwar so, dass dieser Schein aufrechterhalten wird, dadurch, dass Kriemhild der Liebe oder der Minne abschwört und Ute sie auch nicht umstimmen kann. Allerdings kommt dann wieder die extradiegetische Ebene ins Spiel, wo halt extradiegetische Laserlenkung auch quasi getrieben wird. Der Erzähler macht ganz klar, dass der Trauminhalt auf jeden Fall seine Wirkung entfalten wird. Also es wird ein Falke, also ein Edelmann kommen, der Kriemhild heiratet. Und nach der Präsentation des Erzählers ist es dann tatsächlich auch allein Kriemhilds Verhalten, das dafür sorgt, dass sich das Geschehen so entwickelt, wie es sich entwickelt. Wir haben jetzt noch keine Vorausdeutung dafür, dass Kriemhild unbedingt verantwortlich, mitverantwortlich auch für Siegfrieds Tod ist, aber sie ist auf jeden Fall für viele Tode verantwortlich oder wird für viele Tode verantwortlich sein. Das heißt also, dieser Status quo, den Kriemhild mit aller Gewalt versucht aufrechtzuerhalten, den wird sie nicht aufrechterhalten können und das wird extradiegetisch schon so vorbereitet. Damit möchte ich Aventüre 1 abschließen und im nächsten Video kommt dann natürlich Aventüre 2. Und da werde ich ein bisschen mehr auf sprachliche Dinge eingehen, damit wir zusammen lernen können, Mittelhochdeutsch ein bisschen besser zu lesen. Ich habe das jetzt immer alles vorübersetzt, das werde ich auch weiterhin so halten. Aber ich werde Stück für Stück einige sprachliche Besonderheiten, grammatische Besonderheiten für euch erläutern, damit man sich Stück für Stück auch in diese Sprache hineinarbeiten kann. Dann bis dann.